Moin Moin und herzlich willkommen zum nächsten Kerbal Modding Mittwoch. Wieder in der 1.1er Version. Also wir bleiben im Pre-Release, denn es kommen immer mehr Mods raus. Und heute möchte ich euch ein kleines, aber feines Mod vorstellen, das ich schon in meinen Karriere-Modis, die ich spiele und in vielen der anderen Videoserien sehr oft benutze. Das heißt, der regelmäßige Zuschauer wird es schon kennen und das ist Shatterer. Shatterer macht das Kerbals mit euch sprechen. Das heißt, ich mache es jetzt mal an. Dieses Hintergrundgeräusch dürfte euch bekannt vorkommen und in regelmäßigen Abständen werden unsere Kerbals oder wird unser Jebediah jetzt Funkkontakt zum KSC aufnehmen, um mit ihnen zu reden. Das ist das, was ihr im Hintergrund hört. Das Ganze ist ein rein atmosphärisches Mod, also das Ganze bringt nichts, wird auch gerne gestated als absolut useless, aber es macht unheimlich viel Spaß und bringt unheimlich viel Atmosphäre mit rein. Und man kann natürlich ein bisschen was einstellen. Und zwar, beim Shatterer könnt ihr einstellen, in welcher Frequenz ihr die Sachen bekommt und natürlich wie laut der ganze Spaß ist und wie hoch eben die Lautstärke vom Shatterer an sich und den Funksprüchen ist. Ihr könnt die Beeps noch einstellen, also es gibt eben verschiedene Formen von Beeps, die ihr benutzen könnt. Ihr könnt ihm auch sagen, dass ihr keine Beeps haben wollt, oder wie laut die Beeps sind und wie hoch die sein sollen, wie präzise oder so irgendwo rein und so weiter. Und ihr könnt euch dann halt noch verschiedene Beeps aussuchen. Den hier lieber oder lieber den oder den. Oder den. Und wir lassen es einfach mal bei dem. Also wir haben jetzt den Free Beeps, den ganz normalen. Und den behalten wir einfach mal. So. Hau auf dem SSTV will play. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wenn ihr irgendwas übertragt. SSTV? Wer weiß. Science irgendwas Übertragungsgedöns? Das kann sein. Ihr habt hier noch dieses Background Volume, das kann man natürlich auch rausnehmen. Ich habe es meistens mit drin, weil ich es nett finde, wenn es nicht ganz so leise ist. Und ihr habt noch Geräusche für eben Airlocks, wenn ihr die benutzt, für Wind, für das Atmen der Kerbals, wenn sie eine Eva machen. Solche Geschichten, das könnt ihr auch noch mit einstellen. Last but not least gibt es dann noch ein bisschen Kram, wo ihr rumstellen könnt, dass ihr einen Debug-Mode bekommt, wenn ihr irgendwelche Probleme habt. Ihr könnt die Vessels einzeln konfigurieren, also dass diese Settings hier pro Rakete anders sind. Und ihr könnt das Ganze auch mit Remote Tech integrieren. Das heißt, wenn ihr Remote Tech nutzt, dann könnt ihr auch dafür sorgen, dass die entsprechenden Verzögerungen und so weiter reinkommen. Das heißt, gut, können wir jetzt natürlich nicht machen ohne Remotech. Wenn ihr eine Verzögerung von, ich sag mal, 20 Sekunden oder einer Minute zum Kerbal Spaceport habt, weil ihr so weit draußen seid und gerade, was weiß ich, nach Duna fliegt, dann kommen eure Beeps eben auch oder eure Funksprüche auch entsprechend langsamer rein. Ihr könnt Beeps während dem Funk noch abschalten und ihr könnt euch natürlich noch die Advanced Options anzeigen lassen, müssen wir jetzt aber nicht durchgehen. Schlussendlich kann man das gesamte Zeug, wenn es einem dann auf den Keks geht, auch noch Mute schalten und natürlich auch wieder unmuten und die Default Settings wieder reinbekommen, wenn man die haben möchte. Ansonsten ist Shatterer wirklich ein kleines Mod, was nicht viel am Gameplay ändert, es ist wirklich rein atmosphärisch, aber ich kann es nur empfehlen. Ich spiele total gerne damit, weil es ist zwar nichts Sinnvolles, was da gefunkt wird und das geht auch nicht einher mit irgendwelchen speziellen Sachen, die gerade gemacht werden, aber es erhöht halt die Atmosphäre doch enorm, wenn die Kerbals oder die Besatzung oder der eine in der Besatzung oder die eine in der Besatzung sich regelmäßig melden und auch solche kleinen Effekte wie Benutzung der Airlocks macht Geräusche. Und wir hören jetzt, wenn wir mal lauschen, die Atemgeräusche des Kerbals, wie er da so dranhängt. Ich finde schon, dass das was hermacht und dafür ist das kleine Mod auf jeden Fall wert. Und ich kann es nur empfehlen, wen es nervt, der sollte es lieber nicht benutzen. Und ansonsten kann ich nur sagen, probiert es einfach mal aus. Link findet ihr wie immer in der Description. Und ja, es gibt auch schon einen Pre-Release für 1.1. Den benutze ich hier gerade. Es gibt aber natürlich auf der Seite auch ganz normal den Release für die 1.05. Für alle von euch, die noch mit der stabilen Variante spielen. Und von daher kann sich da jeder fröhlich bedienen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen beim Kerbal Modding Mittwoch. Bis zur nächsten Folge. Mein Name ist Robert und tschüss.